Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Wir sind hier nach Majolica in den Katakomben und jo, wir spielen natürlich weiter mit dem Runenmeister, der auf Flammenschaden, Feuer, Brandschaden, alles mögliche geht. Oh, man muss gleich mal die Feuerwehr ausrücken. Jo, schauen wir das mal an, wie das mal so geht mit dem Tinseln. Genau, wir haben ein bisschen Mana-Probleme, das stimmt. Wir müssen hier noch fertig machen. Jetzt schauen wir mal, wie das aussieht mit drei Noven. Hallo, Gegner. Und, usch, nein, falscher Knopf. Ui. Ich muss ein bisschen umdenken, dass ich den Teleport auf der rechten Maustaste habe. Ich habe das auch im Pass of Exile eigentlich nie gemacht mit rechten Maustaste teleportiert. Das ist in manchen Guides doch ein bisschen so fast Pflicht gewesen. Weiß es nicht wieso. Aber ihr kennt es wahrscheinlich, wenn man einfach alles unten, also bei Path of Exile kann man das machen, hier ja nicht. Also Vollklasse mit Teleport oder so viel unten hat wie Buffs oder so, die man immer wieder verwenden muss, dass man nur auf der rechten Maustaste Teleport hat. Es ist irgendwie so ein Spiel-Stil, den kann ich nur schwer adoptieren. Ich muss immer wieder sagen, nee, ich spiele auch lieber so, wie ich es gewohnt bin oder so. Und jo, ich kann mich einfach nicht anpassen, das geht nicht. Das sieht geil aus, ja? Es sieht so geil aus. Ja, heute Morgen habe ich ein Part vom Schönbau in Minecraft aufgenommen und ging es mir noch nicht so gut. Jetzt mittlerweile am Abend geht es mir doch wieder ein bisschen besser. Aber ich habe so einen voller Kopf, der platzt bald, weil ich einfach sehr geschwächt bin. Die Nervenkrankheit schon ziemlich mich hart rübernimmt. Jo, und ich höre immer wieder von mehr Leuten, die Probleme mit dieser Krankheit haben. Da muss endlich mal etwas gemacht werden. Die Ärzte können sich nicht einfach immer nur ducken und sagen, ja, die Krankheit, die kann man nicht therapieren. Bist selber schuld, dass du die Krankheit hast. Und so Sachen, das ist keinem Arzt würdig. Und ich würde jetzt auch echt jedem anzeigen, der so etwas machen würde. Weil kein Arzt hat das Recht, jemandem etwas Leid zu tun, der an irgendwas leidet, was nicht heilbar ist oder was nur heilbar ist mit dem richtigen Umgang. Also kann ein Arzt einfach das Richtige tun oder es halt eben falsch machen. Und das ist halt jetzt einfach momentan das Problem, dass mich einfach niemand helfen will. Ich muss immer irgendwo ganz weit weg nach Kanada gehen, irgendwie nach Stuttgart gehen oder nach Wien gehen. Das kann ich mit meiner Krankheit gar nicht. Weil schon kurzes Reisen erschöpft mich schon mega. Da bleibe ich lieber zu Hause und game, weil ich hier keine Probleme habe. Aber irgendwie muss ich ja reisen. Und, also, jo. Ich habe halt auch einen Beruf, wo man reisen muss. Und das ist halt dann einfach schwer. Dann kann ich nicht nebenbei noch irgendwo hingehen, wo ich geheilt werde, wenn die sagen, jo, ich schicke dich wieder nach Hause, nimm das immer täglich ein und wir sehen uns in 2 Monaten wieder. Da fühle ich mich echt verarscht. Ich habe immerhin die Krankheiten, die einem so gut heilen können. Im falschen Sinne, sie heilen uns ja gar nicht, sie wollen ja nur das Geld sehen. Sagen einfach in 2 Monaten wieder, damit wir einen neuen Termin haben, damit sie wieder neu Geld verdienen können. Und das ist halt schon, heutzutage wird nur noch aufs Geld geschaut, weil ja die Ausgaben sind ja viel höher. Diese armen Ausgaben, ja, dann macht es doch nicht so ausgiebig, diese Ausgaben. Dann habt ihr auch keine Probleme, liebe Ärzte. Aber scheinbar, jo, ist der Arztjob schon etwas, was eigentlich den Bach runtergeht. Also so in den 90er Jahren hatte ich 1000-mal bessere Ärzte, die nicht weniger wussten. Heutzutage ist ja eigentlich alles nur Pharmaindustrie, was eigentlich dazu gekommen ist.
Oder vielleicht irgendwelche Krankheiten, die infektiös sind oder so. Wo man eigentlich selber schuld ist, dass man sich angesteckt hat, oder? So, ich schau mal kurz, was ich hier skillen muss. Was ist das? Teleport. Ah, Abklingzeit, genau. Und Stat Buff Duration, was ist das? Buffdauer für Attribute. Das sind doch gar keine Attribute. Also das ist kein Attribut. Das ist kein Attribut. Ist einfach nicht deutsch. Richtig auf Deutsch. Soll ich die Kiste holen? Wenn sie wieder mal da ist. Dankeschön, liebes Entwicklerteam, dass du die Kisten auch mal in High Levels hinstellst. Aber ja, die wird wahrscheinlich nicht erreichbar sein. Also dort oben gibt es eine Kiste, die nicht erreichbar ist. Ui. Müssen wir noch schauen, ob irgendwas gedroppt ist. Hier oben werde ich mal wieder den Meteorenschauer. Sie sind so winzig. Für mich waren Meteorenschauer früher, als noch alles so ein bisschen 2,5D war. Schon wieder das Scheiß-Item. Wenigstens in Path of Exile hat man diese Items einfach mit guten Stats, aber hier nur Scheiße. Ja, ich würde ihn gerne nehmen, aber es fängt zu schwach. Hat auch Diener oben. Kann man hier runter? Nein. Versuche ich gar nicht. Also das Problem ist eigentlich, oder, dass einfach diese Kisten am Anfang einfach zwingend sind und sonst spawnen die gar nie. Also du musst wirklich mega einen Umweg machen in der Map, damit du die Kisten bekommst. Und dann sind sie noch schlecht. Auch zum Beispiel, dass dieser Login-Bug, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Charakter nehmt, kurz mult, oder, also mulet, Items auf einen anderen Charakter zieht und den ladet, stürzt das Spiel ab. Wurde nie gefixt. Wieso machen das die Entwickler? Wieso machen die Entwickler das? Keine Ahnung. Weil sie faul sind, weil sie nur Geld sehen wollen. Ist ein bisschen frech. Ja, ich möchte schon manchmal mulen, wenn ich noch andere Charaktere spielen will, die ich nicht zeigen will unbedingt. Also ja. Wo ich einfach farme die ganze Zeit, mich langweile, oder? Und dann brauche ich halt ein paar Items dort. Und da muss ich immer das Spiel neu starten, weil das Spiel abstürzt. Oder liebe Entwickler, das könnt ihr aber auch viel besser. Naja, es wurde so viel im Forum schon gemolken und wahrscheinlich auch hier mit ESC könnt ihr immer Bugs und Fehler melden, aber sie werden halt nicht umgesetzt. Sie werden wahrscheinlich am 21. Februar umgesetzt. Alles auf einmal, aber wieso machen sie denn das? Keine Ahnung. Ja, das Spiel macht ja Spaß. Deshalb sagen so die Entwickler so: Ja, die Spieler können ja trotzdem weiterhin. Ja, das Spiel spielen, die Bugs machen gar nichts. Sie treten nur immer auf. Es gibt auch viele andere Bugs. Jetzt nachher kommt dann so ein großes Tor. Da kommen keine Minions durch. Wie willst du als Minionmeister, ohne neu zu beschwören, dann die Minions durch das Tor bringen? Gar nicht. Die Spieler haben es ja auch nicht verdient, als Minionmeister dort durchzugehen. Ja. Man muss die Minions einfach neu beschwören, nur weil die Entwickler nicht irgendwas komplett fertig fixen können. Eben die Entwickler können etwas Spielspaß bringen, aber das heißt auch keine Bugs drin zu haben. Weil Bugs machen den Spielspaß schon extremst runter. Und das Spiel ist, hey, 3 Jahre schon im Early Access. Also Beta sozusagen. Es muss jetzt eigentlich schon lange gefixt sein. Ich bin nicht so einer, der denkt, ja, in der Vollversion muss alles gefixt sein. Nein. Aber Bugs, die schon ewig drin sind, müssen halt schon gefixt sein. Das muss einfach gehen. Das muss in der Alpha, in der In-Dev-Version schon gehen. Aber sie bauen immer mehr Bugs ein. Und machen halt das Spiel umfangreicher.
Und wenn ein Spiel umfangreich ist, ist die Chance, dass mehr Bugs da sind, auch da. Und, also höher da. Und dadurch, dass es halt größer ist, Spiel sieht man halt Bugs dann auch besser. Also, es fällt mehr auf. Es fällt nicht wenig auf, weil es, okay, es könnte schon einfach ein bisschen ausgeweitet werden, wo ein Bug stattfindet. Aber wenn der Entwickler einfach diese Bugs nicht lösen kann, die er zum Beispiel eben einfach drinnen lässt, dann, also, die einfach sehr sichtbar sind, oder? Wie der Brandschaden hoch ist. Das ist ja unerhört für die Gegner. Die Entwickler haben Brandschaden eigentlich immer schon sehr geliebt. Ja, deshalb spiele ich es auch. Mir geht es jetzt nicht darum, da mich hoch zu ächzen. Also es gibt ein Bild, den ich erst kürzlich, also vor 2-3 Tagen, gemacht habe. Der war am Anfang schlecht, der war Mitte schlecht, der war am Ende schlecht. Einfach, weil jemand dachte, er müsste so ein Bild ins Internet stellen und so sagen, jo, der sei OP. Das können viele. Aber wer testet denn die Builds? Ich natürlich, der Drago, der über so wenig Zeit hat und die ganze Zeit Videos hochladen muss, die YouTube so lange braucht zum Verarbeiten. Ja, ja. Derjenige, der am meisten Qualität macht, alle anderen. Also ich sage einfach so, der Mensch wird verblöden, wenn er nicht mehr auf Qualität setzt, nur noch auf Quantität. Und ich sehe in jedem Video irgendwas höchst Dummes, weil die Leute denken, ja, sie müssen irgendwie noch mehr Geld verdienen, die Videos noch mehr strecken oder irgendwie, ja, einfach keine Freude zeigen. Ja, weil sie ja schon 500. Video machen. Also es gibt da ein paar Let's Player, die einfach nur Livestream-Aufzeichnungen als Let's Play verkaufen, dann ungefähr 2 Stunden pro Video dran sind und dadurch einfach völlig das so gestreckt haben, weil sie in einem Livestream auch keine Mühe schinden möchten. Sie arbeiten ja schon mehr als 2 Stunden. Und das ist also die Sache. Also da haben wir einen Punkt. Ja, Mana-Effizienz, gut. Das ist sehr wichtig. Und hier war es der da, Abklingzeiten. Nach Abklingzeiten ist es 10 von 10. Nein, nicht 10 von 10, 10 von 10 auf 10. Nein, wie sagt man das? 10 Punkte rein investieren von 10 Punkten. Ja, ist eigentlich alles das gleiche. Ach, der Drago wieder. Bis der dann mal etwas checkt. Ja, ich gehe morgen reisen. 3 Dörfer weiter, das ist meine Reise. Das ist mein Reiseziel. 3 Dörfer weiter. Ja, das ist vom Jakobsweg, ist das so eine Art... Wie sagt man dem? Eine Location, wo die Leute gewartet haben, bis ja, übernachtet haben oder so. Einfach Maria Stein ist ein Kloster und ein Teil vom Jakobsvorweg. Die sind meistens irgendwie von Norddeutschland oder Polen oder so dann hier hingekommen und haben hier übernachtet. Ich habe irgendwie Probleme beim Finden von richtigen Skills. Ich bin so einfach auf Lich, Necromancer und Beastmaster. Da. Ich glaube, ich habe auch. Okay, Abklingzeiten. Yeah. Ich liebe irgendwie Abklingzeiten. Beim Lich habe ich so viel Abklingzeitreduzierung gebraucht. Ja, man findet gar nicht viele Items mit Abklingzeit. Und sie sind einfach nicht gut, weil damit gute Damage oder Defensivnots einfach nicht existieren, oder? Für Items so viel Abklingzeiten zu brauchen, ist ein bisschen doof. Also ich gebe jetzt mal den Skill ein. Jo, es geht schon noch ein bisschen einige Zeit.
Oh, aber der Brandschaden. Das ist der direkte Feuerschaden. Ja. So. Also hier noch mehr. Hier ist 2 von 4. Ja, ist 4 von 4. Sehr gut. Ja, es ist ein bisschen schwer momentan in Last Epoch etwas richtig Geiles und Schnelles zu machen. Also ich habe einfach mega viele Items, aber nie alle Items für einen guten Bild. Und am Anfang, wenn du das Spiel neu spielst, also, dann spielst du einfach Builds, die irgendwie zum Item Farmen sind. Und das mache ich nicht. Ich nutze nicht irgendwelche völlig broken Builds mit wenig Inventar-Ding, also wo man sich defensiv stacken kann, weil ich einfach nicht gerade broken Builds spielen will. Ich will es nicht leicht haben. Ich will es schön, spannend und cool haben. Aber ich sehe ja immer wieder hier im Chat oder so, oder auch in der Ding, einfach Builds, die mega broken sind. Also es gibt zum Beispiel einen, der Beastmaster, der Earthquake einsetzt, also Erdbeben. Und das mit Bluten. Ich glaube, es ist ein Beastmaster, oder es ist ein Schamane. Nein, es ist ein Beastmaster, aber Erdbeben gibt es beim Schamanen. Und den würde ich niemals einsetzen, weil der sowas von broken kaputt ist. Weil ich einfach irgendwie noch nicht wenig OP-Builds machen, habe ich auch in Pulse of Exile die Jahre eigentlich nie so richtig gespielt. Ein paar schon, aber dabei bin ich einfach langsam gewesen und hatte nicht so viel Bock. Weil bei mir ist ein Spiel erst dann wirklich motivierend, wenn die Gegner auch etwas austeilen können. Jetzt bei diesem Bild, wir sind jetzt einfach gerade am Hochkommen. Man ist noch ein bisschen defensiv, aber ich denke, man ist nicht offensiv dann spät. Aber einen Paladin könnte ich jetzt zum Beispiel wirklich nicht spielen. Ich müsste zwar einen machen, aber welchen? Welchen Bild? Also wahrscheinlich werde ich einen Hinrichtungsbild machen, also Smite. Schmieden? Schmitten? Na, der Schmitten. Und das ist halt so die Sache, oder? Ich brauche den Bild, um den anderen, den Vulkanus-Bild, wieder mehr ausbauen zu können. Brauche ich die Idole. Jo. Und die droppen nicht. Die droppen bei meinem Bluthammerlin nicht. Wo? Wie viel Echo Corruption braucht man, oder? Also wie viele Corruption in den Monolithen braucht man? 300? Wahrscheinlich schon. Aber wir haben ja mehrere Builds jetzt gemacht mit Corruption-Monolithen und da droppt eigentlich. Ja, da kommen eigentlich kaum Monolithen, also den Götzen, oder? Auf Deutsch Götzen. Idole auf Englisch. Wieso gibt es Idole nicht auf Deutsch? Wieso wurde das in Götzen umgewandelt? Idole und Idole ist auch Deutsch. Hätten sie es gelassen. Ah, der Blut. Da verbrennt jemand noch. So, jetzt muss ich gerade mal kurz schauen, was die für Items posten. Drachensang. Oh, der Drachensang. Den habe ich leider noch nicht. Genau, das ist der Bogen, den ich unbedingt haben musste. Aber damals echt noch nicht so viel spielen konnte. Und Chronostase. Chronostase habe ich schon 2 oder 3 Mal gefunden. Aber Unik so gezielt zu farmen ist sehr schwer. Also du musst zu viel grinden und so random wie ich es mache. Wieso ist der Teleport in die falsche Richtung? Okay. Also so random, ja, da brauchst du einfach ewige Monate. Also gezielt farmen, mache ich vielleicht die Rüstung Arons Will. Arons Wille. Für 3 Golems und einen Golem, glaube ich. Und Vulkanus. Und wahrscheinlich da diese Schuhe. Völlige Drachenstreiter. Aber
Sonst würde ich eigentlich nicht gezielt farmen. Ich würde das machen, was ich eigentlich denke, würde mir einen Charakter am besten machen. Also einfach die Monolithen machen, die wirklich auch die Items droppen, aber nicht gezielt auf die Echos gehen. Also wenn ich, wenn steht, ja, ich brauche für Arons Will eine Rüstungs-, Unique-Rüstungs-Echo, dann gehe ich nicht nur auf die. Weil ihr wisst ja, die Mods sind manchmal dann so schwer und das könnt ihr dann einfach nicht gezielt suchen. Dann macht ihr lieber dann, geht ihr dorthin, wo die einfachsten Mods sind. Gegner-Mods. Und jo, deshalb wird es noch dauern, bis ich Arons Will bekomme, bis ich einen neuen Drachenstreiter finde. Feurige Drachenstreiter. Und neuen Vulcanus mit LPs, also mit diesen, Legendary Points, legendären Punkten. Und dann brauche ich noch ein Exiled-Item dazu. Also ja, ich sehe es immer wieder in den Chats, die Leute suchten extrem dieses Spiel. Ist ja unglaublich, wann und wie die noch online sind. Ich stehe morgens manchmal um 5 Uhr auf und die sind noch so aktiv am Spielen und am Chatten. Das ist einfach genial, wie die Zeit haben. Und ich so, ja, 17 Stunden Fußball spielen, Fußball trainieren. Ja, komme mega müde nach Hause, muss eine Aufnahme machen oder am nächsten Morgen dann erst. Also für mich nichts. Und die posten schon wieder so mega. Alle Swans-Vergleiche. Das ist hoch, aber ich glaube, ich habe höher. Ich glaube, ich 297. Wenn das Max ist. Ist das Max? Nein, 352. Ich muss dann mal vergleichen. Oh, den Schlüssel habe ich aber auch viel. Ich habe ja ganzes Fach voller Schlüssel. So. Also mit den Abklingzeiten könnte noch sehr stark werden, dass den Noten, den wir jetzt gerade nutzen. Geil. Ja, zum Livestream komme ich ja auch momentan nicht. Ich würde gerne, aber meine Stimme versagt nach einer halben Stunde. Kann ich nicht gut livestreamen. Also diesen Gürtel würde ich gerne mitnehmen wegen dem Dual Racing. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie viel ich habe. Ich gehe mal oben rechts durch. Hier, könnt ihr gleich mal wissen. Wieso? Ich habe keine Glüten. Ich wollte doch die Glüten einsetzen. Die Glüten. So, jetzt habe ich wieder Glüten. Ja, beim Start eines Levels. So. Und hier mache ich mal einen Screenshot für den nächsten Part. Nicht für diesen Part, für den nächsten. Weil ich muss mal ein bisschen in der Sohle baden. Sieht man das dann? Hm. Kann ich mal drin bleiben. Hey! Also Tiger kann's. Ja, so sieht's gut aus. Wieso kann man sich eigentlich nicht an der Stelle drehen? Jo. Mehr kann man nicht zoomen. Screenshot jetzt. So, jetzt. Einmal kurz schauen. Also den Screenshot mit dem Mod. Sieht man das gut? Ich glaube, auf YouTube sieht man es einfach wegen der Dunkelheit nicht so gut. Aber schön in der Sohle bleiben, das ist doch ein schöner Screenshot. Ein Thumbnail. Ich mache mir halt meine Thumbnails ja ohne irgendwelche Beschreibungen. Aber das ist irgendwie auch besser so. Ich sehe immer wieder die Videos eher an, die keine Thumbnails haben, also keine Beschriftung. Weil ich mag irgendwelche Editings nicht. Ich mag Photoshop nicht. Ich mag irgendwelche Adobe-Sachen nicht. Also Adobe ist, glaube ich, Photoshop. Photoshop ist Adobe. So herum. Da ich halt einfach einer bin, der Screenshot einfach sehen will von den Spielen und nichts irgendwas drauf getatscht. Und wenn da steht irgendwie so, ich bester Part oder sonst irgendwas drauf,
dann ist es auch so für mich ein No-Go. Ich will keine Schwanzvergleiche in den Videos sehen oder so direkt. Ich will keine Liker, also die auf Like gehen oder so. Ich will die nicht haben. Also eigentlich seid ihr, wenn ihr Videos macht, auch nur Gamer. Ihr seid nicht irgendwie ein Mensch, der betteln muss und ja, braucht nicht mehr Aufrufe als andere. Das machen fast alle. Das ist das unglaublich Freche, oder? Dann nimmst du ein Video, schaust du ein Video, oder? Und du hörst gleich mal, oh, gib mir ein Abo, gib mir ein Like. Und danach stellst du das Video wieder aus. Hast genug. Also macht es wahrscheinlich für die meisten dann überhaupt keinen Sinn, überhaupt noch Likes oder Abos zu gehen. Aber es gibt halt viele YouTuber, die einfach keine Gehirne haben, also die Videos schauen und Gehirn haben. Oder halt nicht mal YouTuber sind, nicht mal ein Abo haben, nicht mal einen Kanal haben. Und das ist es halt, oder? Das führt dann einfach zu Aufrufen und Likes und Abos, obwohl sie eigentlich gar nicht darüber nachgedacht haben. Ja, schade. Ja, und ich muss einfach auch wieder so ein bisschen einfach mich befreien können von diesen armen Sachen, oder? Die einem arm machen. Einfach in die Ferne planen, aber nicht so schauen. Um sich dann einfach irgendwann mal doch zu freuen. Ja, man hat ja das geschafft und so. Gar nicht so viele Sorgen machen. Aber es ist schwer, weil mir geht's nicht gut, euch geht's wahrscheinlich auch nicht so gut. Es ist überall diese Gier, oder jeder will irgendwie etwas machen, etwas Gleiches machen wie die anderen, weil die anderen ja Erfolg haben und so. Ich bin aufgewachsen. Ich habe die ersten Let's Play Videos überhaupt geschaut, damals, als sie veröffentlicht wurden. Und habe direkt gesagt, ja, ich bin auch so einer, weil ich habe schon Gameplay-Videos gemacht, wieso soll ich nicht einfach nebenbei noch reden? Und habe dann auch ein Mikrofon gekauft. Und ich habe einfach keine Werbung gemacht, deshalb bin ich nicht größer geworden als zum Beispiel jemand anders mit Video. Ich bin eigentlich kaum gewachsen. Aber das ist auch YouTube verschuldet, oder? Und bin halt jetzt auch noch nicht so groß. Aber ich lieb's einfach. Ich mach's weiter. Ich höre nicht auf. Ich bin einfach manchmal krank und deshalb habe ich einfach manchmal Pausen. Jo. Aber trotzdem, ich habe so treue Zuschauer. Ich sehe immer wieder nach, weiß nicht so, 5 Stunden eigentlich ziemlich viele Aufrufe. Was andere einfach nicht haben. Andere Gurken so mit 10 Aufrufe nach 4 Monaten oder so. Zum Beispiel. Herum und machen immer noch Videos. Aber bei mir haltet es. Die Leute wollen mich sehen. Die Leute schauen auch lange meine Videos. Ich kann nicht sagen, oh, ich höre auf, weil ich schon alt bin. Weil die Zuschauer ja sowieso nicht mich zuschauen oder so. Aber ich kann nicht so wachsen, wenn ich immer so viele Leute halt kommen. Das ist klar. Also es geht einfach bei mir viel länger. Ich mache keine Werbung. Ich tue nicht nerven, ich tue nicht blödeln. Ja, ein bisschen blödeln tue ich natürlich schon. Aber im Rahmen, oder? Also ich sehe halt wirklich viele, vor allem Engländer, also Englisch sprechende, die mega herumblödeln. Gibt ja auch zum Beispiel viele Deutsche, die bestimmte Videos machen, zum Beispiel Minecraft ist so ein Spiel, wo einfach die ganze Zeit herumgeblödelt wird und halt irgendwas Technisches oder so gemacht wird, was erstens mal richtig langweilig ist und zweitens, man will ja nicht in einem Video unbedingt immer alles lernen müssen, oder? Aber die erklären irgendwas mit Technik, was man eigentlich selber auch fast nicht umsetzen kann. Es wird geschaut. Es wird gerne geschaut.
Oh Gott. Was ist denn das für ein übertrieben stark? Ich habe jetzt die Mods nicht gesehen, aber vielleicht, wenn ihr mir das erzählen könnt in der Videobeschreibung, was er für Mods hatte, interessiert mich mega. Also hier ist Abklingzeit Wiederherstellungstempo. Sonst ist er nicht stark. Ich glaube, Orange ist aber. Sind einfach High-Mods, oder? T5. Also Elementarwiderstand ist T5. Also brauchst du nicht. Der andere ist nur T3. Okay, also sind orange Items T5 Items. Oh, geil. Und dusch. Und du kannst auch gleich baden gehen. Du blöde olle Pütze in der Luft, du. So schnell habe ich die, glaube ich, nie besiegt. Also, doch schon, aber mit Dots vor allem nicht. Weil es zwei Ticks sind. Entweder ein Tick oder drei oder vier Ticks. Oder Angriffe. Auch so einfach mal kurz einen Feuerball schießen. Nee. Die sind wirklich bequem zu besiegen. Also der Bild ist sehr, sehr stark. Geil. Also, dann machen wir das nächste Mal hier weiter. Dankeschön fürs Zusehen. Und ich gehe wieder in die Kloake. Yay. Ich gehe wieder baden. So. Gut. Feuer löschen unter der Kloake. Tschüss zusammen. Dankeschön fürs Zusehen. Wieder so ein bisschen ein nachdenklicher Bad. Die nächsten Parts werden wahrscheinlich wieder sehr viel Spaß machen, wenn wir, also, ja, die einfach diese Akte machen können, die mir so sehr gefallen. Ist ja eigentlich nur noch eineinhalb Akt und dann haben wir wieder Monolithen mit diesem Bild. Aber das nehme ich morgen auf, wenn ich dann vom Reisen zurück bin. Ich hoffe, ich habe noch einen klaren Kopf und bin nicht wieder so ein mega überangestrengter Mensch, der einfach gerne ein bisschen Intelligenz zeigt, wissen, Qualität zeigt. Würde ich gerne, jo, dass es gut ankommt, aber meistens wird das auch nicht so erkannt, leider. Naja, vielleicht wird es ja auch mal. Dankeschön fürs Zusehen. Viel Spaß noch mit euren Angelegenheiten. Gute Erholung und ja, ich mach weiter. Tschüss.